Ja, wie versprochen, hier bin ich wieder und wir suchen den Gefangenen, der nicht da ist. An alle Einheiten der Schwarzen Hand, weitere Informationen folgen. Also ich bin in C4. Ich weiß nicht, ob ich da... C3. C5. Also der muss theoretisch hier sein. Aber hier ist mal niemand. Boah. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier... Ah. Arsch. So. Lenza Morales? Wer bist du? Was passiert hier? Ein Ausbruch. Du musst mit mir kommen. Was ist mit meiner Arbeit? Wir kommen später zurück. Auf geht's. Wir kommen später zurück. Kann er keinen Computer jetzt hier mitschleppen oder so? Hä, wieso stehe ich schon wieder vor der Tür? So, jetzt muss ich den beschützen hier, oder? Kriege ich noch ein bisschen Muni? Morales darf hier nicht lebend rauskommen. Ich schätze, sie wollen dich tot sehen. Ich bin nur nicht nützlich für sie. Dank mir erst, wenn wir wieder an der Oberfläche sind. Behalt einfach den Kopf unten. Ich kümmere mich um die schwarze Hand. Suche nach Feindeln! Nehmt eure Patrouillen wieder auf! Da ist der Titan! Geh in Deckung, ich erledige das. Oh Mann. Alter. Zeit, was in die Luft zu jagen. Das war's. Komm, gehen wir. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Aber wieso hilfst du mir? In Solis breitet sich eine Revolution aus. Wir glauben, dass du dabei helfen kannst. So, gibt's... Uah.
Da läuten die Sirenen. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Sie haben das Belüftungssystem aktiviert. Das ist ziemlich schlau. Wie kommen wir da vorbei? Wenn du einen anderen Weg findest, kannst du die Sicherung ausschalten. Dann werden die Ventilatoren eingefahren. Warte hier. Muss einen anderen Weg wohin? Ich habe einen anderen Weg gefunden und wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich muss jetzt... Hi. Guck mal. Was bist du denn hier? Bin ich doch gerade hergekommen. Der Ventilator wird eingefahren. Los, gehen wir. Hi. Meine Fresse, was für ein nerviger Sniper. So, wo bist denn? Geh her, Hugo. Komm. Hat euch meine Nichte geschickt? Wir müssen hier erstmal lebend rauskommen, Lancer. Die Fragen müssen warten. So, jo. Scheiße, ich brauch wieder deine Hilfe, Mann. Weg da! Meine Güte, komm jetzt. Alter! Kann man das nicht irgendwie... Ach so, warte mal. Ach so. So, was hat der für eine Kanone? Cool. Ah ja. Ja, dann nehme ich halt jetzt mal die dicke Kniffe hier. Oh, komm, der ist down. Wir können hier weiter.
Die ist ja lustig, die kleine Knifte hier. Was ist denn jetzt mit dem? Warum kommt denn er jetzt nicht? Hallo? Hi? Alles sauber, komm weiter. Ach so, der hat sich da oben noch versteckt gehabt, der kleine Lutscher. So, nun. Wahrscheinlich da drüben. Hä? Was ist los? Da wartet er da vorne. Hat er gedacht, ich bringe ihm vielleicht was zu essen oder was? Wo willst du denn hin? Da ist schon wieder so ein Ventilator. Noch ein Ventilator. Ich suche die Sicherung und schalte das Ding ab. So. Warte mal. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Nein, 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 schau mal da oben. Komm, du kannst jetzt durch. Ah, oh. Aber der kommt doch, wo kommt der raus? Der kommt hier unten raus, oder? Jo. Schießt du gerade auf mich mit dem Raketenwerfer? Drecksau, echt ey. Hi. An alle Einheiten, Position halten. Da ein Gegner, greife an. Kommst du? Okay, was war das denn? Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach ihm offen. Was los? Was versteckst du dich hinter jedem Loch hier? Aber wie geht's jetzt hier auf? Hm, ist hier noch einer oder was ist los? Ich glaube, wir müssen hier nicht hin, oder? Der Aufzug. Er müsste hinter dieser Tür sein. Ja, warum ist die Tür zu? Lass mich mal einen Blick auf diese Konsole werfen. Ah, da warst du doch gerade schon. Das ist doch die Konsole. Geh doch einfach hin. Dachte ich's mir doch. Wir kommen nicht mehr ins System. Ich muss einen Weg finden, es zu überbrücken. Na dann mach mal. Ich gebe dir Deckung. Oh Gott.
Haben wir? So, wie schaut's aus? Oh, da komme ich wieder Nachschub hier. Lanzer? Mehr Zeit. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Okay. Kommt da noch mehr zu Besuch? Oh ja, tatsächlich, schon mal. So, wie schaut's aus? Hä? Wie kommst du jetzt da hoch? Erledigt. Ab zum Aufzug, jetzt! Okay, bin unterwegs. Nein, was? Der hat jetzt nicht nur mit einer Rakete auf mich geworfen. Schau mal, ich weiß gar nicht, wie der da hochkommt. Ich habe die ganze Zeit den Eingang bewacht. Da hat sich keiner bewegen können und dann spawnen da so viele Gegner da oben. Hallo? Na los! Danke, Senior. Rico Rodriguez. Ich glaube, du kanntest meinen Vater Miguel. Du bist Miguels Sohn? Ich kenne Bilder von dir. Es tut mir leid wegen deines Vaters, Rico. Er war ein guter Mann. Hab was anderes gehört. Was meinst du? Ah, in der Zwischenzeit habt ihr oben alles geklärt, ja? Onkel! Meine Nichte! Ich glaub's nicht. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Oh, Mira. Lass dich anschauen. Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren, Onkel. Babalapap. Du musst schnell weg hier. Hier ist es noch nicht sicher. Geh mit Mira. Ich komme nach, wenn das Gefängnis uns gehört. Oh, der Jeep hat da ganz schön hier Blessuren. Rico Rodriguez. Wie kann ich mich nur bedanken? Eine Cola, hilf mir bitte. Bei der Vernichtung von Projekt IAPA und Oscar Espinosa. Ich mache alles für Miguel Rodriguez Sohn. Und eine Cola. Ja, hier, Rettung abgeschlossen.
Ja, ich glaube, hier Tuppen haben wir genug, ne? Wollen wir hier die Mission gleich nochmal anfangen? Achso, das ist jetzt wahrscheinlich hier das Gefängnis übernehmen, oder? So. Hallo. Och, Gott, schon wieder da unten, in dieses Wirrwarr da unten. Ah. Ich muss mich ja hier gar nicht mehr durchschießen. Ja. Reden, dass er aufgetaucht ist. Hier hat doch vorher keiner was getan. Er kann Waffen benutzen oder nicht. Wie dem auch sei, das Spiel wird erledigt. Ich kann immer noch nicht glauben, was er da an Ella bis nur getan hat. Ah, die kann man aufmachen, die Türen. Ja. Wenn man das weiß, ist das schon echt gut hier. 7 macht 12. Und 7 macht 12. 3 mal 3 macht 9. Wie die, wie die, wie die. Und 4 macht 3. Nein, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine, oder? So, oh nö, das war ein bisschen zu kurz. Wo muss ich denn jetzt hier hin, sage mal? Ja. Hier gibt's eine Mission. Ich bin bereit. Wenn ich dich sehe, habe ich immer das Gefühl, dass ich es mit einem Dutzend der schwarzen Handbastarde aufnehmen kann. Ein Dutzend? Oh. Ich kann schon zumindest mit 100 aufnehmen, meinen Teil. Ich habe doch gesehen, dass ich... So, muss ich jetzt den Computer persönlich hochtagen oder was? Das Bild, das habe ich vorhin schon Meine gesehen. Nichten. Sie haben sich so verändert. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe bei Gabriella. Familie ist immer für Überraschungen gut. Denkst du, deswegen war dein Vater kein guter Mann? Er war einer der Chefentwickler einer Massenvernichtungswaffe. Nicht als es anfing, Rico. Projekt Iyapa war bestimmt Leben zu retten. Damit ist es möglich, Tornados zu zerstreuen, bevor sie entstehen. Um Regen in trockene Gebiete zu bringen. Espinosa scheint andere Pläne zu haben. Oscar. Er dachte, sein Vater verplempert das Familienvermögen für dieses altruistische Projekt. Als er es übernahm, änderte er die Zielsetzung. Er wollte eine Waffe aus der Technologie machen, um sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Geld. Komm und hilf mir hier mit, mein Leben. Aber als es dann zu einem Waffenprojekt wurde, legte dein Vater seine Arbeit nieder und verließ Solis sofort. Oscar schickte meine Tochter, Gabriella, hinter mir her. Meine Nichte dachte, ich wäre tot. So landete ich hier. Immer noch am Waffenprojekt, nur jetzt. In einer Du hast die ganze Zeit nur an Sona Uno gearbeitet? Ja, das habe ich. Bereit, Onkel? Ich glaube schon. Ja. Lösch das Licht.
Also, hast du einen Plan, Lancer? Wie gesagt, ich arbeite schon lange an Sona Uno. Der Verlust deines Vaters warf Oscar Jahre zurück. Der Bastard brauchte meine Hilfe, um das wieder aufzuholen. Aber ich habe eine Schwachstelle eingebaut. Wirklich? Über diese Schwachstelle gelangen wir direkt an den Kern. Aber zuerst brauchen wir Zugang zu Sona Uno. Der Kern war unser großer Durchbruch in der Wettermodifikation. Die Wüste war der perfekte Ort, um die Theorie deines Vaters zu testen. Wir hatten volle Kontrolle über einen Sandsturm. Was ist mit den Schienen? Wir fuhren täglich mit dem Zug nach Sona Uno. Die Sandstürme erschweren die Fahrt, aber die Gleise sind noch da. Wenn wir das Gewicht des Zuges erhöhen, wird er vor dem Sandsturm sicher sein. Genau, Mira. Du brauchst schwere Panzerung. Es stehen einige Panzerzüge bei Estación Atalaya. Wir werden dort bestimmt etwas finden. Wir könnten auch ein Standardzugchassis nachrüsten. Am Grand Central finden wir ohne größere Probleme einen passenden Zug. Dann brauchen wir nur noch einen sicheren Ort für den Umbau in der Nähe von Sona Uno. Estación Perdida? Estación Perdida. Dort können wir arbeiten. Ich denke, wir haben einen Zug. Der bringt uns nach Sona Uno. Aber was machen wir denn dort? Was ist die Schwachstelle? Die Abschirmung dort ist segmentiert. Ich erzählte Oscar, sie sei ausfallsicher. Für die Belüftung? Der Schirm öffnet sich zur Belüftung des Sandsturmkerns, wenn er überhitzt. Und wenn der Schirm offen ist? Dann wird es interessant. Wenn der Schirm offen ist, kann ich vor Ort in die Struktur klettern, um manuell die Verschlusselemente am Schild zu lösen. Dann sollte es möglich sein, dass wir die Stromzufuhr... Was, wenn wir ein Geschütz auf dem Zug installieren? Ein Geschütz? Ja. Wir schießen, wenn die Panzerung lüftet. Die Feuerkraft eines großen Geschützes müsste reichen, um den Schirm zu entfernen, wenn er offen ist. Aber lässt den Kern intakt. Was? Hast du daran nicht gedacht, Onkel? Woher kriegen wir so ein Geschütz? Prospero Torretas. Die haben hochkalibrige Waffen in ihren Geschütztürmen. Wir sollten damit Sicherheit etwas finden. Wird der Kern offen liegen, dann hacke ich mich rein und deaktiviere einen Verteidigungsknoten. Okay, legen wir los. Ich glaube, ich habe das ein bisschen in der falschen Reihenfolge gemacht, ne? Die Mission hätte ich vielleicht gleich am Anfang machen sollen. Dann hätte die gesamte Befreiungsaktion ein wenig Sinn gemacht, aber naja. Ist ja nicht schlimm, oder? Ich habe halt die Mission daher nicht gesehen. Ich habe es immer nur rot leuchten sehen. So, jetzt muss ich wieder hoch, oder? Ja. Aber das Treffen ist doch jetzt hier durch. Ja, ist klar. Weiß ich nicht. So. Da bin ich jeden Abend besoffen und schlafe mit mir. Waren das alle? Hoffentlich haben Sie heute Ihre Lektion gelernt. Ich werde bis zum Ende saufen und dann am nächsten Tag holen. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Oh. Upsie. Kann ich mich mal da festhalten? So, ich glaube, da war doch der Tunnel, oder?
Nee, da geht's zur B. Wo ist jetzt hier der fucking Ausgang? Moment, wir machen es einfach einfach. Weil ich bin doch jetzt hier fertig, oder? Yep. Dann, machen wir jetzt hier, zack, eine Reise erbitten. Bevor ich mich da durch das blöde Labyrinth wieder durchkämpfen muss. So, wo ist denn der Zug, den ich überfallen soll? Gut. Aber Leute, ich muss euch eins sagen. Bevor wir jetzt hier weitermachen, mach mal einen kleinen Break und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, der Franken-Andi. Macht ein bisschen Unordnung in Solis und legt dem Mr. Espinosa das Handwerk. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Tschüss.